18.30 Uhr gleich. Zeit für ein neues Insta-Live, auf das ich mich schon die ganze Woche riesig freue. Gleich kommt Steven von Be Better Coaching auf meinen Insta-Kanal und wir unterhalten uns über Sport in Corona-Zeiten. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Steven ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Kerl und das Gespräch wird hochinteressant werden. Und ihr habt alle Möglichkeiten, all eure Fragen an Steven oder an mich dann in den Kommentaren an uns zu stellen. Wir freuen uns sehr darauf. Und der Steven ist super pünktlich, weshalb ich ihn direkt dazuschalten kann. Und jetzt müsste das hoffentlich funktionieren, dass der Steven gleich ebenfalls auf meinem Bildschirm auftaucht. Zumindest versuchen wir gerade die Verbindung herzustellen. Und wenn dann die Technik steht, können wir direkt mit einem schönen Gespräch loslegen. Der Steven kümmert sich um das Thema Coaching, wie der Name seiner tollen Firma schon sagt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ihn nochmal dazu geschaltet bekommen. Von Corona unterhalten können. Und da ist er. Hallo Steven. Hi. Hi. Schönen guten Abend. Danke gleichfalls. Wie geht's? Danke, sehr gut. Und selber hoffentlich auch. Sehr schön. Ja, ich glaube, die Inbindung ist gerade leider nicht die beste, habe ich das Gefühl. Es hängt noch, aber kann man mich hören und sehen? Alles gut? Man kann dich sehen, man kann dich hören. Du bist ein kleines bisschen im Nebel und ein bisschen verschwommen, aber zumindest höre ich dich gut. Eine Sekunde. Ja, während der Steven schaut, dass er die Verbindung noch besser hinbekommt, ist der dezente Hinweis, dass wir natürlich dafür sorgen müssen, dass wir im Land auch eine bessere Internetverbindung bekommen. Und ich kriege schon den Hinweis, Steven, das ist alles bestens. Man kann dich gut sehen, man kann dich gut hören. Kriegen wir dann gemeinsam hin. Also nochmal herzlich willkommen, Steven. Ich freue mich wirklich riesig auf unser Gespräch heute. Ich mich auch, Dankeschön. Das wird bestimmt gut, weil du eine ganze Menge zu erzählen hast und ein, wie ich finde, sehr spannendes Business betreibst. Vielleicht magst du erstmal dich kurz vorstellen, damit wir wissen, wer du überhaupt bist und uns dann auch sagst, was du eigentlich so machst. Kein Problem, Dankeschön. Als allererstes wollte ich mich erstmal bedanken überhaupt, dass ich heute hier mit dir mich austauschen darf, ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, zu meiner Wenigkeit, wie die Leute schon gehört haben, ich heiße Steven Helaimia, bin hier in Esslingen geboren und aufgewachsen, also heimischer, einheimischer. Ich bin aber ziemlich jung dann schon nach England gezogen mit 15, das war so circa 2005. Und habe dann da die Schule fertig gemacht, auch die Uni besucht und habe danach mich entschieden, natürlich da meiner Leidenschaft im Sport zu folgen, hauptsächlich natürlich dem Fußball. Bist du selber auch Fußballfan, VfB-Fan, finde ich gut. Und ja, habe dann da halt studiert, die ersten Anfänge dann auch die ersten Anfänge gemacht als Trainer, sage ich jetzt mal, auch freiwillig natürlich in lokalen Vereinen, so wie es hier auch haben oder wie es jetzt die Trainer auch hier in der Gegend machen. Und dann hat sich das alles so entwickelt, bis ich dann gesagt habe, hey, ich möchte es weiterhin verfolgen, weil es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Man kriegt sehr viel davon und es ist einfach der Hammer. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Trainingseinheit machen darf und hatte dann sogar das Glück, dass ich ein Auslandsjahr in Mexiko machen durfte, auch an der Sportschule, was ich echt jedem nur empfehlen kann, wenn er mal nach Mexiko gehen kann. Auf jeden Fall, geht nach Mexiko. Es war echt geil. Da hast du jeden Tag 30 Grad, die Menschen sind sehr freundlich, lebensfroh, das Essen ist super. Also gibt es nichts zu meckern dort. Und ja, ich bin jetzt dann zurück nach Esslingen gekommen. 2017 bin ich zurück, also war eine Zeit lang weg. Aber jetzt seit 2017 wieder hier, habe dann auch währenddessen natürlich auch immer in Fitnessstudios gearbeitet oder auch in Fußballvereinen, hat mich aber dann entschieden, mich selbstständig zu machen mit dem Be Better Coaching, was von mir ist natürlich jetzt auch schon. Und das mache ich jetzt seit knapp über 2 Jahren, oder nee, knapp 2 Jahre, noch nicht ganz 2 Jahre, die Idee ist schon ein bisschen älter, aber offiziell mache ich seit knapp 2 Jahren und es ist einfach der Hammer. Also ich bin echt froh, dass ich tagtäglich meine Leidenschaft nachgehen kann, mit Leuten arbeiten kann, während der Sport genauso viel bedeutet wie mir.
Und ja, jetzt sitze ich heute hier und freue mich, mich mit dir zu unterhalten. Also deine Leidenschaft für Sport, die spürt man natürlich auch sofort. Und dass wir uns von Anfang an so gut verstanden haben, liegt natürlich daran, dass uns die Liebe zum VfB sofort vereint. Ja, na klar. Und ich sage es nur nochmal für alle, die uns zugucken, wir haben auch vorher vereinbart, dass man dir und mir auch alle Fragen stellen darf. Also gerne im Kommentar. Mein ganzes Team weist schon darauf hin, dass wir ganz dringend eine Betriebssportgruppe mit dir gründen müssen. Aber Gerne, das bevor hört sich wir gut das an. dann, Das hört sich sehr gut an. aber bevor wir das machen, Steven, Personal Coach, Be Better Coaching, deine Firma. Für Genau. mich hat es immer so geklungen, wenn jemand einen Personal Trainer hat. Das sind doch dann irgendwelche Stars und du bist wahrscheinlich wahnsinnig teuer und eigentlich kann sich das kein normaler Mensch leisten. Stimmt das? Nee, das ist ein Mythos, sag ich mal. Das war natürlich jetzt früher so, sag ich mal, vor 20 Jahren circa. Da hatten es dann echt nur die Hollywood-Stars, die dann für eine Rolle sich bestimmt antrainieren mussten, ob die mehr Muskeln wollten oder abnehmen oder sonst irgendwas. Meine Idee natürlich jetzt, es ist natürlich auch sehr viel Personal Training, aber ich trainiere auch Kleingruppen, was jetzt leider mit Corona natürlich gar nicht möglich ist. Was ich davor, aber vor der Corona-Zeit sehr viel gemacht habe, sind auch Kleingruppen. Und natürlich trainiere ich ja jetzt überwiegend, sage ich mal, Jugendliche oder Heranwachsende, die dann das Ziel haben, mal Fußballer zu werden. Und dann betreue ich die jetzt momentan Corona-bedingt natürlich einzeln oder im Personal oder Individualtraining, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich bin der Meinung, meine Preise sind bezahlbar. Die kann man ja auch bei mir auf der Internetseite gut nachlesen. Ich finde, ich habe es probiert so aufzustellen, dass es natürlich für jeden eine Variante gibt. Da gibt es natürlich die Personal Trainer-Variante, die ist natürlich ein bisschen teurer, aber man hat auch mehr davon. Da kommen dann Sachen dazu, wie eine Leistungsanalyse, das Training selber, Ernährungspläne und, und. Und im Einzeltraining, wo dann, oder Kleingruppentraining, sage ich mal, da ist der Preis natürlich deutlich günstiger. Was dann, würde ich jetzt meinen, macht es jedem möglich, da mit zu trainieren. Und so habe ich mich auch bewusst aufgestellt, weil ich, sage ich mal, habe mich einfach als mich selber als Kind oder als Kind zurückversetzt und habe überlegt, so wie hätte meine Eltern dann den vollen Preis bezahlen können? Natürlich nicht. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss mir da eine Variante finden, damit es zugänglich für so gut wie alle ist, die motiviert sind, die was machen wollen. Und dann kann jeder da trainieren. Das geht bei dir ja weit über den Fußball hinaus. Du hast es gerade schon gesagt, du hast einen sehr individuellen Ansatz. Das heißt, du schaust dir wahrscheinlich dann deinen Kunden oder deine Kundin an und man überlegt gemeinsam, was ist eigentlich das Ziel? Was möchte ich erreichen? Und dann kommst du ins Spiel. Genau, also meistens kommen ja dann, wenn ich jetzt da einen Spieler habe, ganz egal welches Alter also ich habe da echt von, was ist das Jüngste, was ich hatte, 5 Jahre, 6 Jahre, hatte ich mal sogar ein Mädchen mal dabei, von hoch bis zu offenes Ende eigentlich. Und da habe ich es dann natürlich so gemacht, dass ich mir einfach anschaue, die kommen zu mir, die haben meistens schon ihre Ideen, sagen, hey, ich möchte schneller werden, ich hatte eine Verletzung, ich möchte was gegen meine Verletzungsanfälligkeit machen oder ich möchte mich im Torschuss, im Dribbling, im Passspiel verbessern. Und dann setze ich mich generell mit denen zusammen, notiere mir das alles, mache es dann auch so, dass ich dann hier und da mal eine Analyse mache, dass ich auch messen kann, hey, das ist der Stand jetzt und zu dem Stand möchtest du hin, dass wir da dann natürlich darauf hin arbeiten und damit die Leute auch sehen, hey, das Training bringt auch wirklich was. Und ist dann immer gut, wenn man dann solche Analysen macht und man sieht dann, hey, der Spieler ist 0,5 Sekunden schneller geworden, was natürlich sehr sich wenig anhört, aber jeder, der sportlich dabei ist, der weiß, dass so eine Zeit sehr, sehr viel ausmachen kann. Und das ist einfach, was ich probiere zu machen. Also dann auf die Leute individuell eingehen, jeden so behandeln, was er braucht. Weil es würde ja keinen Sinn machen, wenn ich jetzt mit dem Torhüter Torschusstraining mache. Das macht ja dann gar keinen Sinn. Und da so probiere ich das dann halt, dass ich da auf die Leute auf ihre Stärken, aber auch sowohl auf ihre Schwächen eingehe und hoffentlich dann die so näher an ihr Ziel ranbringe. Aber dass du dem Torhüter zeigst, dass er seine beiden Beine nicht nur zum Stehen hat, ist gerade in der heutigen Zeit im Fußball, glaube ich, extrem wichtig geworden. Ja, natürlich. Also ich glaube ja, wir haben ja das Glück hier in Deutschland mit dem Manuel Neuer, der für mich das Torhüterspiel total neu erfunden hat. Ich glaube, das hat jeder oft genug gesehen. Und wie du selber sagst, also ich glaube, da als Torhüter sollte man auch mit dem Ball umgehen können. Und kenne ich auch ein paar Torhüter, da hat sich sogar einer gerade eben eingeschaltet, der ziemlich gut mit den Füßen ist. Und ist natürlich ein Bonus für jede Mannschaft, sollte jeder junge Torhüter, anstrebender Torhüter nicht vernachlässigen. Auch da mal was mit den Füßen und sowohl auch mit den Händen etwas zu können. Ich könnte mich ja stundenlang mit dir allein über Fußball und den VfB oder über das Torwartspiel unterhalten. Aber Bist wir du haben denn ja der Coach? leider. Bitte?
Warst du selber Torhüter oder? Ja, Echt? eine großartige Karriere in der Kreisliga A beim TSV Deizisau, Oh. Hintere Halde. Herzliche Grüße an alle Ehemaligen, die da mitgekickt haben. Und Okay. ich war sogar mal beim Probetraining beim VfB, noch zu Zeiten von Eike Immel. Also Okay. wirklich Jahrzehnte her, aber das würde heute zu weit führen. Das besprechen wir bei dem Bier ein anderes Mal. Gerne, gerne. Interessant. Ja, aber tatsächlich möchte ich gerade noch den Fokus ein bisschen woanders hinbringen, auch wenn es gerade ganz toll wäre. Also über den VfB könnte man auf verschiedenen Ebenen sich unterhalten. Sportlich großartig, alles andere, naja, geht so. Aber wir sind ja leidensfähig. Der Ansatz, den du vorhin beschrieben hast, dieses Individuelle. Du hast gesagt, du hast ganz junge, aber das bedeutet doch auch, dass ich selbst im fortgeschrittenen Alter mich von dir coachen und beraten lassen kann, um einfach fitter zu werden. Da gibt es eigentlich kein Alterslimit, oder? Also ich persönlich habe ja auch in Fitnessstudios gearbeitet, immer mit der Hinsicht schon auf meine Selbstständigkeit, weil ich möchte Fußballer, wie ich schon erwähnt habe, ganzheitlich betreuen, ob das jetzt mit Ernährung ist oder mit der Athletik oder selbst nur mit den fußballerischen Fähigkeiten. Und dadurch habe ich dann natürlich auch mehrere Lizenzen gemacht im Fitnessbereich, wo es dann natürlich auch in die Richtung geht, jetzt der mittelalterliche Mann jetzt, der Rückenprobleme hat, weil er den ganzen Tag im Büro sitzt und einfach da die Schmerzen loswerden möchte. Oder ein älterer Mann oder eine ältere Dame, die jetzt sagt, hey, ich möchte wieder mit meinen Enkelkindern im Garten spielen. Und solche Kenntnisse habe ich natürlich auch. Ist jetzt mit meiner Selbstständigkeit nicht der Fokus, aber würde ich zu meinen Fähigkeiten auf jeden Fall zählen, weil ich da, sage ich mal, meine Erfahrungen auch gemacht habe, auch gute Erfahrungen machen durfte. Und würde ich auch jedem empfehlen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, hey, nur weil du Sport oder nur weil du 18 Jahre alt bist, nur dann ist Sport nur für dich. Also ich finde, Sport und Bewegung gehört in jeden Menschen sein Leben, vor allem zu so einer Zeit, wie wir es jetzt haben mit Corona, weil ich glaube, die Wichtigkeit vom Sport, vor allem zur Corona-Zeit, alleine durch die Stärkung vom Immunsystem und durch das Muskelskelett, der Vorbeugen gegen Erkrankungen, alleine schon dann, wenn man sich, hat ja jeder mal irgendwann Sport gemacht, man ist zwar, quält sich währenddessen, hat vielleicht keine Lust, aber am Ende hat jeder dieses Glücksgefühl, diese Hormone, die im Körper freigeschüttet wurden, wo man sagt, hey, das war gut, könnte ich echt nochmal machen und deshalb, also da gibt es kein Alter. Ich glaube, man muss sich nur bewusst werden, warum möchte ich das machen, aber Alter gibt es keine Grenze. Also da geht es offenes Ende. Der Schlüssel ist ja oft das Thema Motivation. Ich glaube, da kannst du den Menschen schon helfen, weil allein die Tatsache, dass man mit dir zum Beispiel einen Termin vereinbart und man weiß, da muss ich dann hin oder ich darf hin im Idealfall, allein das hilft, glaube ich, schon, was die Motivation betrifft. Also ja, das sind so meine Erfahrungen. Das mache ich jetzt bei mir mit den Fußballern, die ich jetzt überwiegend trainiere, mache ich das. Da muss ich ehrlich sagen, da muss ich die nicht viel motivieren. Weil das sind ja Jungs, die haben ein großes Ziel. Die wollen mal so zu so einem Probetraining, wie du es hattest. Die haben große Ziele, die wollen hoch hinaus. Und da wäre es ihnen sehr schwer, wenn sie da nicht diese eigene Motivation von sich schon mitbringen. Natürlich pushe ich sie noch im Training, dass sie nochmal die letzten paar Prozent aus denen herauskitzeln. Aber wie du sagst, wenn man da einen Termin ausmacht, wenn ich jetzt mit dir einen Termin ausmache und ihr sagt, hey, Donnerstag um 7 Uhr sehen wir uns auf der Maille. Dann ist es natürlich anders, wie wenn du dich selber motivieren musst, irgendwann mal aufstehen. Dann sagt man einfach mal, drückt man auf den Wecker auf Snooze wahrscheinlich und sagt, nee, das mache ich doch eher morgen. Und deshalb ist so eine kleine Verbindlichkeit mit einem Termin oder auch einem Trainer selber, wenn man den hat, ist immer, dann ist man denen irgendwie so eine Rechenschaft schuldig und macht es dann doch mal eher. Du hast vorhin schon angesprochen, dass gerade die jetzige Zeit eigentlich besonders wichtig ist, sich weiterhin sportlich zu betätigen. Wie ist denn deine Erfahrung bisher? Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, vor einem Jahr, also als wir so in der ersten Lockdown-Phase waren, waren die Leute auch noch ein bisschen aktiver, auch noch ein bisschen motivierter. Und momentan habe ich so das Gefühl, es ist eine gewisse Trägheit da. Empfindest du das auch so? Also ich merke es jetzt, gebe ich dir recht. Mein Eindruck ist, dass deutlich mehr Leute joggen gehen, dass das echt das Nummer-eins-Ding ist, weil ich würde sagen, vor einem Jahr, da waren Homeworkouts, da waren die das neue Ding, da hat jeder Homeworkouts gemacht, hat seine Planks gemacht, seine Kniebeugen und sonstige Sachen. Hatte ich auch über meinen Instagram-Kanal gemacht, damit Leute da auch mal eine Idee haben, was sie noch machen können. Heutzutage, wenn ich so mal auf die Straßen schaue, ich bin ja auch draußen sehr viel unterwegs durch den Beruf, und dann sehe ich, dass sehr, sehr viele Leute joggen, vor allem Fußballer, und sie halten sich aktiv. Das einzige Problem ist natürlich, worauf trainiert man? So, bei Fußballern geht es ja immer drauf, hey, ich muss unter der Woche Gas geben, weil am Sonntag habe ich ein Spiel, ich will im Kader sein, ich will gute Leistung bringen. Und bei Fußballern vor allem ist es dann jetzt eher so, warum?
da fehlt dann echt die Motivation. Kann man irgendwo nachvollziehen, weil man weiß ja nicht wirklich, wann geht's weiter, wann dürfen die wieder Fußball spielen, wann dürfen die wieder in der Mannschaft trainieren. Und bei den einzelnen Leuten, sage ich jetzt mal, außerhalb von Fußball, ich glaube, die trainieren ja eher für sich selber fit zu fühlen, sich selber gesund zu fühlen, sich selber zu bewegen, einen Ausgleich zu haben. Und da glaube ich, das ist nochmal eine ganz andere Motivation, eine Angehenssache, wo ich glaube, weil wir jetzt auch sehr viele Leute viel mehr Zeit haben, bin ich der Meinung, halten sich Leute dran, zumindest in meinem Umfeld, dass sie echt noch aktiv sind, weil sich einfach die Zeit und jetzt auch das Wetter, wie es jetzt war, die Tage, ist ja auch hervorragend dazu. Also alles top. Du hast vorhin erzählt, Steven, dass du dein Business vor etwas weniger als 2 Jahren gestartet hast. Genau. Das heißt, die Hälfte der Zeit war Corona geprägt. Ja. Du hast also das erste Jahr erlebt, wahrscheinlich auch mit viel Euphorie, weil wenn man dann so dieses Projekt startet, dann ist man ja auch voller Taten dran. Und dann bist du so von 100 auf 0 runtergebremst worden wahrscheinlich. Wie war das denn für dich? Wie ging es dir denn dabei? Also es ist schwer zu sagen. Natürlich in den ersten Jahren hatte ich jetzt noch nicht den ganzen Kundenstamm, wo ich sage, ich hatte jetzt schon vom Tag 1 gleich mehrere Leute. Hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich es natürlich so geplant, dass ich gleich einen Kundenstamm habe. Aber sowas ist man immer im Nachhinein klüger. Auf jeden Fall hatte ich dann das erste Jahr, ist dann langsam angelaufen. Aber das war mir bewusst, weil ich habe mich natürlich recherchiert und da heißt es so, im Personal Trainer Business braucht man so bis zu 2 Jahre, bis man sich einen Kundenstamm aufgebaut hat oder einen Namen oder einen Ruf. Und zwar dann das erste Jahr war natürlich schwer, kam dann noch Corona dazu, also war es dann, ich konnte ja gar nicht erst was machen, auch hätte ich jetzt einen riesigen Kundenstamm gehabt, hätte auch nichts machen können. Danach mit den Mäßigungen kann ich ja jetzt wieder Einzeltraining machen, also es ist so, ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich ist Corona insofern eine Sache, es hat einen Vorteil, hat aber auch einen Nachteil. Der Vorteil ist, es gibt kein Mannschaftstraining, also die Mannschaften kreuz und quer dürfen ja nicht wirklich trainieren, bis auf die oberen Profis. Das heißt, die Leute oder junge Spieler, die wussten ja, hey, ich muss mich fit halten, weil es kann sein, nächsten Monat geht's weiter und generell, ich habe ja ein Ziel, also muss ich auch regelmäßig trainieren, um einfach mich weiterzuentwickeln. Also hatte ich dann noch das Glück, dass ich mit diesen Spielern noch trainieren durfte. Das einzige Pech oder das Pech, was ich dann hatte, der Nachteil, ich konnte keine Gruppentrainings machen. Das heißt, ich konnte nur Einzeltrainings, was für einen Fußballer natürlich jetzt was ganz anderes, weil da hast du erstens keine Zweikämpfe, du hast keine Mitspieler, der ganze soziale Aspekt fällt weg. Und das war dann leider schade. Also da hat es Vor- und Nachteile für mich persönlich. Und ich kann nicht wirklich sagen, wie es mich beeinflusst hat. Ich kann das nicht wirklich sagen, weil ich ja natürlich Glück habe, dass man das Einzeltraining noch machen darf. Was natürlich mir sehr, sehr schwer macht, alle Fußballplätze oder so gut wie alle sind gesperrt. Das macht es einen extrem schwer. Also da bin ich dann immer auf der Suche und probiere dann irgendwo ein Stückchen zu bekommen. Und dann hast du aber das Problem, dass du dann Leute hast, die dann echt die Polizei rufen, die Videos machen, die dir E-Mails schreiben. Und ich hatte auch schon eine E-Mail vom Ordnungsamt, obwohl ich mich an die Regeln gehalten habe. Das habe ich echt immer. Aber das ist natürlich, wissen die Leute dann nicht. Und dann passieren halt solche Sachen. Aber da hatte ich das Glück, da ich mich an die Regeln gehalten habe, ist da kein größerer Vorfall gewesen bisher. Das ist übrigens ein guter Hinweis, weil ich tatsächlich ein großer Freund der Bolzplatzkultur bin. Also wir brauchen, glaube ich, ganz viel diese frei nutzbaren Flächen, die eben nicht einem bestimmten Verein oder einer bestimmten Gemeinde zugeordnet sind, sondern wo man tatsächlich jederzeit mit dem Ball unterm Arm hin darf. Gab es früher nach meinem Empfinden mehr, als das heute der Fall ist. Und es würde dir natürlich schon auch helfen, wenn wir solche Flächen hätten. Und ich glaube, gerade auch für die Kids ist es auch nach Corona unglaublich wichtig, dass wir diese Bolzplatzkultur erhalten. Auf jeden Fall. Also ich glaube, man munkelt ja auch oder so im Fußball, heißt es ja immer dann, ja, das ist so ein richtiger Bolzplatzkicker. Und bin ich auch, ich bin genauso aufgewachsen, Bolzplatzkicker, von der Schule nach Hause, Hausaufgaben eventuell gemacht und sofort auf den Bolzplatz gegangen den ganzen Tag, bis es dunkel wurde. So bin ich auch groß geworden. Und auf dem Bolzplatz, dann hatten wir da immer 10, 20 Kinder aus der Nachbarschaft oder aus der Umgebung. Und was ich jetzt ehrlich sagen muss, das sieht man ganz selten, besonders der Platz, bei dem ich war oder auf dem ich in meiner Kindheit viel gespielt habe. Da sehe ich jetzt kaum noch, dass da mal 10 gegen 10 oder 5 gegen 5 oder sonst irgendwas gespielt habe. Wenn, dann siehst du mal einen Vater mit seinen 2 Kindern und die bolzen da rum. Aber wie du selber sagst, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es an Platzmenge daran liegt oder an Eigenmotivation. Also ich denke, ich glaube, es gibt genug Bolzplätze, diese roten Plätze und so, die gibt es meiner Meinung nach genügend. Es sind eher die Kinder, die drauf fehlen. Weil ich
Natürlich, wenn ich an so einem Platz vorbeifahre als Fußballerherz, ich schaue immer, oh, spielt da jemand oder was geht denn da ab? Aber das selten, selten Action. Also es ist selten, dass ich irgendwo sehe, dass da mal zwei Mannschaften gegeneinander spielen, wie wir es in der Kindheit gewohnt waren. Dass du da die sofort triffst, okay, wir spielen 5 gegen 5 und was auch immer. Das sehe ich eher selten. Aber Plätze, finde ich, hat jedes, ob Mettingen, Obertürkheim, wenn es jetzt noch zu Essen erzählen würde, aber Weldenbronn und so, da gibt es immer genügend Plätze, aber die werden wenig genutzt, finde ich. Was schade ist. Da gebe ich dir recht, das ist eigentlich eine spannende Beobachtung. Es liegt natürlich schon auch daran, ich weiß nicht, wie das bei deiner Zeit so war, aber bei uns war das tatsächlich üblich, wie du es beschrieben hast, nach der Schule, Ball unter den Arm. Und da gab es ja, also zumindest zu meiner Zeit, gab es auch noch kein Handy, sondern da ist man einfach hingegangen und da war immer jemand da. Und da war aber auch dieses digitale Mediennutzen noch nicht so ausgeprägt wie heute. Deshalb, wann immer jetzt irgendwer von den Kids nachher bei Insta Live das anschaut, nach der Corona-Zeit, öfter einen Ball schnappen und lieber rausgehen und mal auf dem Bolzplatz ein bisschen kicken. Das Auf jeden Fall. macht noch mehr Spaß, als Insta-Lives zu gucken oder Auf auf jeden TikTok Fall. unterwegs zu sein oder so. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Also, ich war auch von so, komme auch so, und ich glaube echt, also von dem, was ich von den Kids auch raushöre, dass sie halt, wenn ich die einfach mal frage, und was machst du mit deiner Freizeit? Ja, ich spiele Fortnite, ich spiele FIFA, und es ist echt immer, dass sie an der Konsole und an einem Tablet sind, was ich halt echt schade finde, weil ich glaube, ein Kind vor allem, du lernst durch das Fußballspielen, es ist natürlich eine Beschäftigung, du hast Spaß, aber du lernst auch die Gemeinschaft, dieses Miteinander. Wie kann ich als Mannschaft oder als Team etwas erreichen, dich an Regeln halten oder so kleine Probleme, die es dann gibt, Streitereien, wie gehst du mit so Konfliktmanagement? Das sind alles so kleine Sachen, wo man echt durch solche Bolzplatzsituationen auch lernt. Oder was wir halt auch, was mein Freundeskreis und ich sehr oft besprechen, dass wir halt dann, wir haben uns am Bolzplatz getroffen, wie du gesagt hast, ohne Handys, ohne irgendwas. Und wir haben dann auch Eistee geteilt oder solche Sachen. Und ich finde, da hast du so viel Soziales oder so viele Bindungen für dein Leben gelernt, was ich, glaube ich, ohne diese Bolzplatzerfahrungen leider nicht gemacht hätte. Und deshalb bin ich da sehr zufrieden, dass ich das habe. Wenn wir nochmal auf dein Business zurückkommen, gibt es denn irgendein Highlight-Erlebnis bisher, wo du sagst, das war richtig toll, dass du erzählen kannst? Und gibt es vielleicht auch irgendetwas, das so richtig daneben gelaufen ist? Ja, ich muss mal kurz in die Gedankenkiste gehen. Also ich würde dann doch ehrlich sagen, dass jedes Mal, wenn ich ein gut positives Feedback höre oder wenn ich sehe, ein Spieler verbessert sich oder ich bekomme eine Empfehlung von einem Spieler, dass er sagt, hey, ich habe da noch einen Spieler, der ist gut für dich oder der Trainer ist gut. Das muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt für jeden Trainer oder jedem in der lehrenden Tätigkeit. Es tut einfach gut zu hören, fürs eigene Ego, was auch immer. Aber es zeigt einfach nochmal, dass man gute Arbeit leistet. Weil als so Solo-Selbstständiger, ich glaube, da bin ich nicht alleine, hinterfragt man sich oft, bin ich denn gut genug? Mache ich das wirklich gut? Und wenn du dann so eine Bestätigung hast von Außenstehenden, die sagen, hey Steven, dank dir habe ich das erreicht, ich habe jetzt das Probetraining, ich bin schneller geworden oder ich bin nicht mehr so verletzungsanfällig, dann weiß ich, ich mache einen guten Job oder ich weiß, ich tue auch was für die Leute, die dann bei mir sind, und dann, das finde ich immer gut. Also das würde ich echt sagen, das ist so eine Sache, wo was sehr Positives ist, was mich immer wieder freut. Negativ hatte ich erst vor kurzem ein Erlebnis, aber ich glaube, da bin ich auch nicht alleine, und zwar war das vor 2, 3 Wochen, als es dieser schlimme Schneesturm da war. Hier, es war so ein Mittwoch, der hat mich ziemlich hart erwischt und ich wusste schon, dass es schneit, habe mir dann den Wecker gestellt, war motiviert, um Schnee zu schippen auf so einem Bolzplatz, habe dann auch Schnee geschippt, bin wieder nach Hause, mich aufzuwärmen, wollte dann wieder raus auf den Platz und dann war der wieder zugeschneit, war wieder zu. Dann war es, ja, okay. Dann bin ich ausgewichen in ein Parkhaus, war dann im Parkhaus, hab da trainiert, dann kam die Parkhausaufsicht, hab gesagt, hey, tut mir leid, darfst leider auch nicht hier hin. Dann war es, okay, was mache ich jetzt? Dann musste ich erstmal mich um den Spieler kümmern, hab den Spieler nach Hause gefahren, auf dem Weg zurück den Spieler nach Hause zu fahren, hatte ich einen Unfall. Also war der ganze Tag einfach katastrophal. Das war so aus der jüngsten Erinnerung. Okay, also das klingt wirklich nach einem extrem furchtbaren Tag. Aber wir wollen natürlich vor allem das Positive in den Blick nehmen. Und das freut mich sehr, wie du das beschreibst, weil es eine gewisse Parallele zur Politik ist. Also Okay. mir geht es ja auch immer darum, jeden Tag den Alltag der Menschen zu verbessern. Dass Sehr jeden Tag irgendwas besser wird. Und das ist ja bei deinen Kundinnen und Kunden genau das Gleiche. Und schön. diese Rückmeldung, die motiviert natürlich sehr. Ich glaube, das geht jedem so, der beruflich unterwegs ist. Man muss ja von irgendwo auch die Eigenmotivation bekommen. Und es gibt ja nichts Schöneres als eine positive Resonanz. Und ich glaube, das gilt für die Gesellschaft. Wir dürften alle auch mehr loben miteinander. Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich glaube,
Vor allem wir als deutsches Volk, würde ich mal sagen. Ich hatte ja das Glück, dass ich jetzt im Ausland leben durfte und ein bisschen was beobachten durfte. Und da würde ich echt sagen, vielleicht sind da wir Schwaben noch mal ein bisschen schlimmer. Wir haben ja den Sprichwort, nicht gemeckert ist auch gelobt. Ich glaube, der sagt schon vieles aus. Und ich glaube echt, also wenn Leute mehr gelobt werden oder so, es muss ja auch nicht ins Übermaß gehen, aber ein gewisses Maß, da freut sich jeder Mensch, ob jung und alt oder egal in welcher Kleinigkeit. Das gibt einem nochmal diesen kleinen Schub, dass man das nochmal ein bisschen energischer angeht oder freut, mit mehr Freude. Und ich glaube, das kann man in jedem Feld anwenden. Das ist ganz egal wo. Das ist doch ein sehr guter Vorsatz, lieber Steven. Ich, wie gesagt, ich könnte mich stundenlang mit dir weiter unterhalten. Wir haben so viele tolle Themen, aber unsere Zeit neigt sich leider dem Ende zu. Deshalb, ja, deshalb bleibt mir nur erstmal ein herzliches Dankeschön zu sagen, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Bewahre dir deine Freude, deine Motivation und wir wünschen dir alle den größtmöglichen Erfolg. Der Werbeblock am Schluss ist wichtig. Schaut auf Stevens Insta-Kanal, schaut auf seine Homepage. Vielen Dank. Wir haben es ja jetzt auch in den Kommentaren gesehen. Es gibt sehr, sehr viele, die sagen, dass du das richtig gut und toll machst. Ja. Dem schließe ich mich gerne an. Ich freue mich tatsächlich sehr darauf, wenn die Beschränkungen komplett aufgehoben sind und wir dann uns ganz real zum Beispiel auf einem Bolzplatz treffen können und dann hoffentlich auf ganz viele Erfolge unserer gemeinsamen Mannschaft, nämlich des VfB, zurückblicken können. Das wäre eine gute Perspektive. Auf jeden Fall, freut mich zu hören, auch wenn, wie gesagt, wie du es angesprochen hast, wenn sich die Corona-Situation, sag ich mal, ein bisschen verringert, dann gerne, wie du es besprochen hast mit dem Betriebssport, bin ich offen für, auf jeden Fall. Da machen wir dann aber auch ein Insta-Live draus, das sage ich jetzt schon meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zugucken. Und auch wenn es da schon die Ersten gibt, die meinen, sie könnten sich verweigern, nichts gibt es. Das ist hiermit ausgemacht. Wir machen, sobald wir das dürfen, machen wir mal eine Runde Betriebssport mit Steven. Ja, klar. Ich bin mir sehr sicher, du wirst auch uns besser machen, ganz sicher. Dankeschön. Steven, alles erdenklich Gute. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Pass gut auf dich auf. Ich danke, freue danke. Mich auf alles Weitere, wenn wir uns dann tatsächlich mal wieder über den Weg laufen. Hat mich gefreut, danke. Dir auch, Nick. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Steven, danke dir.